So, Hallöchen und herzlich willkommen zurück zum LS22. Wir sind Pinky und der... Ja, die zwei Mäuse, die die Welt verändern. Und die Weltherrschaft nebenher noch an sich reißen, wenn es sich auch nur auf die Multimap beschränkt, die uns sehr zum Schwitzen bringt. Sie, Senior. Ja, es ist Mittwochabend, es ist Wochenteiler, letzte Woche kam nichts. Diese Woche haben wir wieder was. Ja, und wir sagen mal ganz herzliches Dankeschön an die vielen Zuschauer, die wir hatten in den letzten drei Folgen. Ist das schon wieder eine Ecke her? Letzte Woche kam nichts. Ja, wir gucken halt immer Mittwochabend, wie es uns reicht. Und wir bedanken uns für 18.900 Euro kriegen wir. Mhm. Vielen herzlichen Dank an die Community, an euch da draußen, dass ihr so schön reingeschaut habt. Macht es weiter, ihr seht, es kommt was bei rum bei euch. So, 18.900 hinzufügen. 192.000. Ja, was steht an, meine Lieben? Es steht an, dass wir noch einen Schlepper für rund 300.000 Euro brauchen. Dann sind wir in der Tat im Level 3 durch. Dann hätten wir es geschafft. Ich vermute mal, dass wir das heute noch schaffen werden. Level 4 ist für uns schon... Wir haben schon geplant. Aber... Sagen wir noch nicht. Nein. Wenn wir den Schlepper gekauft haben, dann... Aber wir müssen nur tanken. Du musst tanken, ja, dann ist Geld wieder weg. Ja, geht noch. Ja, herzlichen Gruß auch an die YouTube-Freunde. Natürlich trifft es gerade euch. Von euch kriegen wir das Geld. Gut geschrieben. Und an die Twitchies natürlich, die live heute Abend dabei sind. Alle, die YouTube gerade reinschauen, die Folge sehen, wenn ihr live dabei sein wollt, Mittwochabend, 20:30. Einfach mal reinschauen, ne? Ja, wir freuen uns. Über euch. Reinschauen, vorbeischauen. Über Diskussionen, über ein bisschen Quatsch, über was auch immer euch so bewegt. Und wenn ihr sagt, das, was die da treiben, das ist ja gar nicht mal so blöd, das sieht ja vielleicht ganz gut aus, dann schaut doch mal freitags rein bei den Raftsanis. Da haben wir zwei neue inzwischen dabei. Das freut uns. Nachwuchs. Das freut uns unheimlich, dass wir da jetzt nach langer Zeit mal wieder was dazu bekommen haben. Deswegen macht's wie die Dominiks, meine Lieben. Sag ich nur. Ne? Kommt zu uns. Sei kein Kevin, mach's wieder Dominik. Genau. Schaut bei Discord rein, da könnt ihr euch kurz bewerben. Wir machen einen kleinen Quatscher miteinander und ja, wenn ihr 18 drüber seid, 18 plus. A little bit small talk, ne? Dann steht dem nichts allzu viel im Wege eigentlich. Ja. Genug Werbung gemacht, hä? Schaffen wir mal was. So soll es sein. So ich bin weiter. Beim Maisernten, meine Lieben. Ich bin im Salauch. Was machst du? Das Leben von gestern suchen. Viel Spaß. Nein, ich fange mit Dings an. Mit, ne? Links? Links ist immer gut. 24. Unser Feld 24. Ja, weil die sind reif, meine Lieben. Wir haben reife Felder. 24 ist reif, wir haben die 16, die ist reif und die 15 ist reif, das heißt, es steht Arbeit an. Schöne Arbeit, weil wir mögen das ja. Das eine ist Gerste, auf dem anderen haben wir Raps und im 15 haben wir Sojabohnen. Ja, wunderbar. Und die 17 wird bald nachkommen, weil die ist nämlich auch schon fast durch. Ja. Da spielt es jetzt Money, Money, Money. Genau. Und make me funny. Pinky hat schon gegrölt, er hätte gern noch einen weiteren Abfahrer und alles und überhaupt. Und ja, wir haben aber gesagt, wir gucken oben rechts auf das Geld. Für 300.000 kam uns einen neuen Schlepper. Haben wir ja schon kurz erwähnt. Mhm. Dass wir dann durch sind mit Level 3. Genau. Und Leute, jetzt ganz was, ganz harter Tobak. Oha. Nachdem ja der 25er in den Startlöchern steht, der LS, mal hier die erste Frage, was wollt ihr? Wollen wir Mittwoch zum Beispiel beim, was haben wir jetzt, 22er bleiben? Oder sollen wir gleich, sobald er heraus ist, auf den 25er umschwenken, ohne Mods, ohne irgendwas, einfach um mal Dinge zu zeigen, wie, wo, was, um Entscheidungs... Leute, die noch vor der Entscheidung stehen, in sich zu holen, dann
kaufen können oder nicht? Oder was machen wir? Schreibt es mir in die Kommentare. Sollen wir gleich umsteigen? Mhm. Ein von beiden Tagen? Oder sollen wir mal nur sagen, hey, ruhig mit den jungen Pferde und warten wir mal, bis die ersten Bugs behoben sind. Genau. Und wir wollen hier quasi noch weiter die Multimap sehen mit Pinky und Brian, wie es ja weitergeht. Geschichte weiterverfolgen. Manche gucken das ja auch wegen der Story. Schreibt es uns in die Kommentare, genau. Das sollen wir tun. Also können wir auch ein bisschen vorplanen, nämlich. Korrekt. Oder soll man mit Pinky und Brain gleich umziehen? Könnten wir vielleicht auch überlegen. Dass man halt mit Null dann wieder durchstartet, Pinky und Brain. Oder soll man andere Namen machen? Oder wir verkaufen hier alles, was wir haben, und nehmen das Geld mit. Ja, möglich. Also. Und ziehen. Eure Meinung ist gefragt. Genau. LS25 oder doch noch 22 bleiben. Bis vielleicht eine schöne Map. Das Licht der LS25 Welt erblicken wird. Ja, ich meine, dieselbe Frage wird sich hier auch bei den Freitags-Raftzahnis ergeben. Ne? Auch da ist die Frage irgendwann im Raum, wie wir weitermachen. Deswegen. Einfach mal schon ein bisschen vorwegdenken, schon vorweg planen. Was sagt ihr? Was genau, sagt die Community? Genau. Wie wollt ihr gerne, ja? Seid ihr hier und sagt, na, LS25 interessiert mich bei denen, wie die das hier so spielen, wie wir das hier so spielen. Oder ihr sagt, gibt so viele, die das machen, bleibt dann bei 22, wir gucken uns das bei anderen an. Ja, weil ich schätze mal, der Hype und der Run und der Andrang wird groß sein. Vermute ich auch, ja. Vermute ich wohl auch, ja. Wobei ich ja schon ein paar Leute mitgekriegt habe, die gesagt haben, ich weiß nicht, ob ich umsteigen soll. Ja gut, das ist jedes Mal dasselbe. Am Ende steigen sie dann doch alle um. Ja, wobei, ich habe letztens einmal geschaut, ich glaube von 19 gibt es auch teilweise noch Content, gell? Ja. Aber viele können es nicht mehr sein. Community. Echt? Ist da noch ein bisschen was? Mhm. Okay. Ja gut, das ist so das Alte. Manchmal ist es doch gar nicht schlecht, gell? Ja. Alle Fehler behoben. Ja, richtig. Es läuft halt dann irgendwann. Wobei ich das auch relativ blöd finde, dann teilweise von Giants, dass dann kein Content mehr für das Alte bringen. Mhm. Ist richtig. Gut, die Motors sind dann auch raus. Mhm. Kommt natürlich auch nichts mehr Neues, ne? Mhm. Und die Map ist, wie sie ist. Außer man kennt sie selber ein bisschen aus. Gerade wollte ich sagen, ja. Aber das war ja so eine schnelle Geschichte mit, machen wir nur schnell eine Map, die nur wir haben. Hatten wir schon mal. Schaut mal bei Avogadro rein, meine Lieben. Ich bin da unten im Video. Ja, warte. Blättert da mal durch. Da findet ihr uns mit Avogadro Folgen. Unsere erste Map, die wir selber auf die Füße gestellt haben, ne? Richtig. Vom Ron höchstpersönlich. Und gemoddet, gemappt. Erstellt. Du warst ja mal bei einem ganz eigenen, gell? Aber das ist noch heavier. Ja, die Sache ist halt, dass das so viel Arbeit einfach dann die Frage für was. Mhm. Das ist halt immer so ein bisschen die Frage. Deshalb muss man ja den Hutlappen ziehen von allen, die das eigentlich für uns machen, die Maps. Ne? Absolut, also kein Thema, ja. Was da dahinter steckt, damit die wirklich funktioniert und reibungslos so läuft, wie sie es eigentlich tun. Im Großen und Ganzen, das ist schon aller Ehren wert. Also, für das, dass wir die ja eigentlich alle umsonst spielen dürfen. Genau, das ist ja dann. Ja, es gibt schon welche, wo es zu bezahlen ist. Ne? Aber die wenigsten. Bei den meisten kannst du bezahlen, aber du musst nicht bezahlen. Aber es ist natürlich immer Anerkennung an die Modder. Wenn man da einen kleinen Groschen hinterlässt. Ja. Ein bisschen was hinterlassen dann schon immer. Sag nur Italia Map. Hat man was hinterlassen. Bergmann, wenn ich die mal gespielt habe, runtergeladen habe. Aber was hinterlassen. Habe ich auch was hinterlassen, also es ist halt einfach.
Crit Action, da habe ich auch schon ein paar Monate mal ein bisschen Mitglied gemacht, damit da ein bisschen was reinkommt. Also. Na, absolut. Also das ist die Arbeit, die da dahinter steckt, ist nicht zu unterschätzen. Definitiv nicht. Und die machen das ja, viele machen das ja nicht hauptberuflich, sondern einfach nebenher. Richtig. Die opfern ihre Zeit mit was weiß ich. Freunde der Familie. Was auch immer. Um uns mehr Spaß beim Spielen zu bringen. Genau. Und ganz ehrlich, macht es das ja nicht aus. Richtig. Dieses Spiel. Absolut. Die Community macht das Spiel aus. Wenn du nur die Standardkarten hättest und das Standardspiel, ich glaube, da hättest du nach ein paar Monaten, wäre es langweilig. Ich glaube, da wäre auch der LS nie so groß geworden, wenn das Modding nicht zugelassen hätte. Ja. Was macht du denn jetzt für komische Dinge? Ich weiß es nicht. Du bist doch im GPS, warum fährst du nicht im GPS? Hast du nicht aktiviert. Er ruckelt wie Sau und fährt nicht. Kollege Drescher. Und fährst du nicht mehr? Soll ich mal kommen? Ist das einer von uns oder? Ja. Ist das unser eigener schon? Ja, der Fendt. Der Fendt? Weiß nicht, was er da gerade macht. Komische Geschichten. Dann probieren wir es nochmal. Mir, dass ich verhaspelt gerade. Jetzt scheint er wieder in der Spur zu sein. Okay. Im GPS schon außen wieder eingeschaltet. Da bin ich immer gespannt über das neue GPS, das dir jetzt bin ich auch gespannt rauskommt, was das für ein Ding ist am Ende. Was ist damit jetzt mit der Gerste? Mal einbunkern. Ah, oder? Ja, wir brauchen ja einiges dann für unser nächstes Vorhaben, ja. Haben, oder? Ja, genau. Aber auf der anderen Seite müssen wir mal das Geld zusammenbringen. Ja, gut. Hafer ist im Dezember dann zu verkaufen. Gerste, ein bisschen was haben wir, glaube ich, schon drin. 19.000 ist jetzt nicht die Welt. Aber auch im Dezember meist Preis, der höchste Preis. Ja. So. Können wir abwechselnd eine Fuhre einlagern, eine Fuhre verkaufen? Ja, da, ja. Also, wann einmal zufällig was frei ist, so ein Abfahr. Oder wie lange brauchst du? Also, du könntest theoretisch einen Fahrer mal wegnehmen, weil ich bin jetzt bei 45% und der braucht ewig. Also, die zwei Fahrer stehen gerade nutzlos rum. Okay, ja, dann hol ich mir dann. Holst du einen? Also einen nimmst du mit. Also einer reicht mir jetzt gerade, glaube ich. Das Feld 13 reicht weit weg von mir, nicht gar. Ich schau dann gleich mal durch. Ja. Ich mache jetzt einmal schnell eine Runde Stroh. Ich habe einiges zum Einsammeln. Und dann geht's eh ab. Weil Stroh können wir ja auch wieder verkaufen, oder? Brauchen wir da was? Ich glaube, wir haben so viel Stroh. Oder kann man das, wenn man die BGA sie kaufen wird, kann man da bei der BGA auch Stroh ableiern? Das weiß ich nicht. Also Komposte irgendwann, ja. 1,3 Millionen haben wir Stroh. Das ist schon eine Menge. Ja, dann verkaufen wir das wenigstens. Ja. Also ich denke mal, wenn man so eine Million immer im Lager haben, ist das, glaube ich, mal ganz gut. Ja, dann mache ich mal ein paar verkaufen und ein paar dann mal wieder bei den Kühe mit dazu. Ja, ja, genau. Immer im Wechsel. Oder mache als erstes bei den Kühe mal alles voll und dann schauen wir.
Weil Mischfutter haben wir, glaube ich, auch genug mittlerweile, oder? Hast du letztens gemacht? Müsste eigentlich gut gefüllt sein. Gibt es da eigentlich ein Fleisch oder nicht? Nein. Gibt es kein. Heißt, die Kühe kann man nur an einen Händler zuverkaufen. Ja. Korrekt, es hat keinen hier. Ja, und was ist, wenn wir nur so einen kleinen Einschub machen, dass wir den Fleisch, den wir auf der Italy haben? Ja, hier mit reinbauen, warum nicht? Hier mit reinbauen. Kann man schon machen. Kann man sinnvoll verkaufen. Mhm. Why not? Ja, dann muss man schauen, ob sie das dann in die Karte schreibt. Normal schon. Dann hätten wir wenigstens ein bisschen was, was dann hätten wir ja. Was aus unseren Tieren, dann waren es wirklich einmal zu viel werden im Stall. Ich muss mal meiner schlauen Liste ganz am Anfang, wo ich mir alles aufgeschrieben habe, was es hier so hat. Mhm. Nee. Hat keinen. Ja. Mhm. Ja, dann. Wissen wir, was wir brauchen. Ja. Aber ich würde den wirklich eins zu eins aus der Dings nehmen, weil da ist alles umgeschrieben, dass die Tiere ein wenig öder sein können und. Ja, warum nicht? Können wir ja machen. Wir haben so viel Platz noch am Hof und rundherum. Das andere gehört uns doch auch, oder? Der Wirtschaftshof da hinten. Da, wo die Tiere sind? Nee, weiter oben. Ah, da gehört nee. 54 dazu. Da, wo die ganzen Dinger stehen quasi, weißt du, die Verkaufsdinger und auch unser Stromteil, aber uns das Gelände gehört uns nicht. Nein, das gehört uns noch nicht. Okay. Es ist die BGA, oder? BGA ist nochmal separat, wissen Sie das? Na doch, das ist schon die BGA. BGA ist separat, da gehört die 54 dazu. Okay. Das ist ein Waldstück. Oder was auch immer das ist. Und so, dann fahre ich mal durch den Kuhstall. Dann fahren wir hier von hinten rein. Boah, Mist, haben wir auch schon einiges. Den konnten wir mal nehmen und bei unseren Gewächshäusern. Brauchen die noch Mist? Ja, das war Dünger. Aber Mist würde ich auch eventuell noch ein bisschen mit aufheben. Okay. Brauchen wir irgendwann. Ah ja, stimmt. Mist, Gülle. Haben wir eigentlich auch Gülle? Ja. Gut. Das ist, glaube ich, beides. Muss ich raus. Noch knapp über der Hälfte. Juhu. So, wir wollen jetzt bei der Viecher schauen. So, wie schaut es da aus? Okay, Stroh ist jetzt genug drinnen fast. Und viel Nahrung haben wir da drin. Silage müssen wir nachfüllen. Heu wäre auch noch genug da sonst. So, meine Lieben, wir blenden uns mal ganz kurz aus. Hier aus der Livestream-Folge für euch YouTuber ist die Folge zu Ende.
Wir bedanken euch ganz herzlich fürs Zuschauen. Schön, dass ihr dabei wart. Und ja, ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Jo. Wir sind hier weiterhin beim Maisdreschen. Das wird uns noch ein bisschen verfolgen. Mhm. Und ja, ich sag mal tschüss. Bis zur nächsten Folge. Bye, bye. Bye, bye.